Der Kaffeemarkt ist außer Rand und Band. Der Preis am Rohstoffmarkt geht derzeit durch die Decke. So teuer wie jetzt waren die Bohnen zuletzt im Herbst 2012. Grund ist die anhaltende Dürre im wichtigsten Anbauland Brasilien. Die jagt die Preise seit einiger Zeit hoch. Die wichtige Sorte Arabica etwa ist seit November um die Hälfte teurer geworden. Die Premium-Mitglieder von Amazon bekommen jetzt Zugriff auf über 12.000 Online-Filme. Die Prime-Mitgliedschaft garantiert ja die Lieferung der Bestellungen schon am nächsten Tag und kostet bisher 29 Euro pro Jahr. Jetzt steigt der Preis auf 49 Euro. Dafür können Prime-Mitglieder auf Amazons Online-Videothek zugreifen. Der Preis eine Kampfansage. Die Videokonkurrenz verlangt derzeit knapp 10 Euro pro Monat. Allerdings, wer nur den schnellen Versand und gar keine Videos will, der muss genauso viel zahlen. Hoffnungsschimmer beim Computerbauer HP. Das US-Unternehmen konnte von Oktober bis Januar mehr Gewinn verbuchen als noch vor einem Jahr. Aber auch diesmal ging der Umsatz ganz leicht zurück. HP kämpft mit dem rückläufigen PC-Markt, hat bei Smartphones und Tablets den Anschluss verpasst. Um den Abstieg zu stoppen, wird bei HP gespart. 34.000 Jobs fallen weg.